Hallo Jungs, ich wurde getaggt vom Arthur. Vielen Dank für das Tag. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut und ich habe sie sehr interessant als sehr interessant empfunden. Das Tag heißt meine User-Messer oder meine Lieblings-User-Messer. Ich habe eine Menge Messer und ich versuche sie alle zu benutzen. Jedoch gibt es ein paar Messer, die ich sehr, sehr oft benutze und auf die ich mich verlasse, wenn ich im Wald gehe oder wenn ich irgendetwas machen muss. Im Wald habe ich meistens eine fix stehende Klinge und ich will mal damit anfangen. Das ist das SE4. Das kommt immer mit mir im Wald. Warum? Weil ich es am Rucksack trage. Ich habe dieses Molly-Lock-System und das kommt immer auf meinen Rucksack. Es ist immer griffbereit. Ich habe eine Menge Sachen mit diesem Messer gemacht, könnt ihr euch auch anschauen. Und ich habe nie Angst, dass dieses Messer irgendwie brechen wird oder dass es einen Ausbruch geben wird. Ich verlasse mich voll und ganz auf dieses Messer und deshalb habe ich es immer bei mir. Es ist nicht das bequemste Messer, aber ich kann wirklich alles damit tun. Ich habe den Anschneidwinkel geändert und jetzt bin ich sehr glücklich damit. Also, ich würde sagen mal, wenn ich ein Messer nehmen muss, das mein vielleicht ja so Lieblingsuser ist, ist es irgendwie das hier. Aber das sitzt auf meinem Rucksack und nachdem ich irgendwo hinkomme und meinen Rucksack abstelle, bleibt es dort. Und da kommt auf meinen Gürtel das hier. Das ist das Bravo 1 ohne Rampe mit Füßen Eisenholz Griffschalen. Dieses Messer mag ich sehr. Ich mag auch mein anderes Bravo, aber dieses Messer hat die Rampe nicht und ich finde das sowas von praktisch. An dieses Messer habe ich nicht wirklich viel auszusetzen. Der Griff ist mir ein bisschen zu schmal, obwohl jeder, der mit diesem Messer gearbeitet hat, hat gesagt, der Griff sitzt super. Finde ich auch. Aber wäre es ein bisschen dicker hier, würde es mir mehr gefallen. Jedoch ist es sozusagen mein täglicher User für den Wald. Bevor dieses Messer kam, hatte ich dieses hier. Das ist das Enso Trapper. Ich hatte dieses Messer sehr lange mit mir im Wald, jeden Tag. Und ich habe dieses Messer sehr viel benutzt. Man kann auch sehen. Und ich weiß, ich kann mich darauf voll verlassen. Es ist D2 Stahl. Ich bin sehr glücklich mit D2 Stahl. Ich habe das Messer sehr viel benutzt, sehr viel nachgeschleift. Damit geschnitzt, gespaltet, alles, was ein Messer meiner Meinung nach machen muss und war damit sehr, sehr glücklich. Heutzutage, da ich dieses Messer teste und benutze, kommt das Trapper nicht so oft mit mir. Aber wenn ich irgendwo mal hingehe und nur ein Messer nehmen muss, dann nehme ich das hier, weil mir gefällt der Scandi-Anschliff. Für den Fall, dass ich mal was schnitzen will, ist dieses Messer super gut geeignet und für alles andere auch. Also würde ich das gerne dazu tun, weil das sind auch Messer, wo ich mir nicht so gut vorstelle, dass ich sie irgendwann mal loswerde. Es sei denn, ich nehme ein besseres, also ich upgrade das. Dann habe ich auch drei Moras. Das erste Mora, das für mich ein kompletter User ist, sozusagen, ist das Robust. Das ist das Messer, das ich getestet habe, das einzige Robust, das ich habe. Ich habe es getestet, geschlagen, verprügelt und es ist immer noch super gut. Keine Macke ist am Messer zu sehen. Super gut für Schnitzen, super gut für Holzspalten, für alles. Das ist für mich ein User und das kommt sehr oft mit mir im Wald. Wenn ich einfach ein Messer, mit dem ich im Dreck rumwühlen muss,
bekommt dieses Messer mit mir. Und es liegt auch sehr bequem in der Hand. Zweites Mora ist dieses alte, sehr, sehr alte Companion. Das habe ich von einem Freund genommen. Ich habe einen neuen Clipper gegeben und habe seinen alten Companion genommen. Carbonstahl und ich habe es gepflegt und das war für eine sehr lange Weile mein Schnitzmesser. Diesen Griff mag ich nicht so sehr wie diesen. Jedoch tut es sich gut. Ich habe den Schneidwinkel so eingerichtet, wie ich es wollte, für Schnitzen. Und jetzt ist es ein Allzweckmesser. Wie gesagt, wie mit diesem, wenn ich irgendwo mal im Dreck rumwühlen muss oder ein Kabel durchschneide oder egal was, damit tue ich es und ich habe keine Probleme. Es ist ein altes Messer, es wurde sehr viel benutzt und es wird auch so lange benutzt, wie es noch aushält. Und das letzte Mora, das ich jetzt zeige, ist ein 15 Black. Dazu muss ich nochmal den Stefan danken. Ich mag das 15er Black. Warum? Weil es so klein, kompakt und leicht ist. Es hat diese Plastikscheide, da habe ich ein kleines Kit drauf. Das wird als Neckknife getragen und ist immer wieder praktisch und immer wieder mit mir. Tolles Schnitzmesser. Spalten kann man auch und hebeln und so weiter, aber die Klinge ist schon dünn. Da würde ich mir das Robust nehmen. Aber so für ein Neckknife ist es super gut geeignet und dieses Messer könnt ihr sehen, wurde sehr viel benutzt und viele Male gereinigt, insbesondere auf diese Seite und geschärft wurde es auf beiden natürlich. Aber für irgendeinen Grund rostet diese Seite nicht so stark wie diese. Auf jeden Fall ein toller User, kostet sehr wenig Geld und es ist ganz, ganz sicher das Geld wert. Also das waren so meine fix stehende Klingen, die ich als User-Messer sehe. Und wie gesagt, mehr für den Wald als alles andere. Ich habe immer ein Messer dabei und momentan trage ich das Military. Ich benutze das Military zum Schneiden und ich teste es. Ihr könnt sehen vielleicht, es ist dreckig. Jedoch sehe ich das nicht als User-Messer. Natürlich benutze ich es, aber ich sehe das nicht als User-Messer. Für mich sind User-Messer etwas, wo man auch hebeln würde oder spalten, Holz spalten würde, auch mit einem Klappmesser. Und es würde mir nicht leid tun, wenn es bricht. Das sehe ich ein bisschen anders. Und deshalb habe ich drei Messer, Klappmesser, die ich als User-Klappmesser sehe. Das erste ist das Victorinox Rucksack. Das habe ich schon seit Jahren, ich weiß nicht mehr wie viele. Die Klinge verriegelt, das finde ich super. Und ich habe diese Säge, die einen sehr guten Job macht. Das Messer kommt mit mir im Wald und ich habe es auch für, ich weiß nicht wie viele Wochen, als sekundäres EDC-Messer getragen. Das zweite Messer ist das Red 1. Dieses Messer habe ich seit 2009 und man kann es auch sehen am Messer. Es hat jetzt einen balligen Anschliff. Wenn ich irgendwo hingehe, wo ich weiß, okay, ich verrichte irgendwelche Arbeiten, ich muss was schneiden, ich weiß nicht was, nehme ich dieses Messer. Und insbesondere, wenn ich vorhabe, eine ganze Menge Sachen durchzuschneiden, dieses Messer ist sehr, sehr bequem. Es liegt super in der Hand. Und der Stahl, obwohl Auer sagt, nicht der beste Stahl ist, finde ich jedoch, dass es gut ist, weil bevor es ausbricht, biegt es sich und das ist leicht zu korrigieren. Ihr könnt sehen, das Messer wurde schwer benutzt seit 2009. Das letzte User-Klappmesser ist dieses hier, das Zero Tolerance 350er. Warum ist es ein User-Messer für mich? Tja, das Messer hat ein paar Nachteile. Die Recurve-Klinge, das mag ich nicht so sehr, das kann ich nicht so scharf halten, wie ich will, und ich kann den Winkel nicht so stark ändern, wie ich gerne
wollen würde. Deshalb ist es mehr ein User für Dreckarbeiten, weil das Messer, obwohl es scharf ist, es ist nicht so scharf wie andere Messer. Also Hebeln kam damit ist kein Problem, Holzspalten damit kein Problem. Einzige Problem, wie ich gesagt habe, Recurve, aber das hat auch das Vorteil, dass ich den Anschneidwinkel nicht geändert habe. Zweite Sache, die mir am Messer nicht gefällt, ist der Clip. Ich finde die Position ein bisschen unpraktisch, jedoch kann ich damit leben. Und wie gesagt, wenn ich irgendwo hingehe und irgendwas schneiden muss, dieses Messer kann mit mir kommen und ich bin dann ganz beruhigt. Manchmal werde ich dieses Messer auf der linken Seite tragen und das Sage kommt dann auf der rechten Seite so als feines Messer, obwohl man das nicht braucht. Für Messer-Junkies, denke ich mal, ist das üblich. Vielen Dank für den Tag. hat mir sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein und war auch nochmal eine gute Gelegenheit für mich, ein Video auf Deutsch zu machen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.